Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir schönes Wetter und Vatertag. Ja, und ich denke mal, ich fahre heute ein Türchen mit euch zusammen. Schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt. Ich habe keinen Plan. Ich habe mir was vorgenommen, aber das hat sich leider zerschlagen, weil meine Frau im Krankenhaus liegt. Ja. Das war ich nur eine kurze Tour, aber immerhin. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Ja, und heute weiß ich noch nicht, wo es uns hin verschlägt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Nach dem Motto, ich fahre jetzt einfach mal drauf los. Und wir schauen, was dabei rumkommt. Bin auch mal auf die Aufnahmen gespannt. Ja, mir hat die Gesundheit meiner Frau einen Strich durch die Rechnung gemacht. Musste ich die Radreise, die ich geplant hatte, absagen, aber aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Wir werden sehen. Wird bestimmt noch Gelegenheit bekommen, die zu wiederholen. Ja, und das Wetter ist natürlich herrlich. Das T-Shirt-Wetter, ich fasse es echt nicht. So, jetzt kann ich auch mal was sagen, dass ihr mich seht. Ja, das ist Facetrack und das sollte jetzt mein Gesicht nicht mehr aus den Augen verlieren, so wie es aussieht. Ja. Naja, und bei dem Wetter hier musste ich einfach raus. Raus aus dem Haus. Und wie ihr seht, biegen wir heute nicht Richtung Düsseldorf ab. Sondern bleiben wir auf diesem Radweg Richtung Neandertal. Aber auch das ist nicht unser Ziel, nein. Echt wunderschön heute. Ja, und wie gesagt, weil meine Frau im Krankenhaus liegt, habe ich nur leider die Möglichkeit, so eine kleine Tour zu fahren. Aber besser eine kleine Tour als keine Tour. Dafür ist das Wetter zu schön. Da ruft es direkt, hey, come on out. Ja, und morgen muss ich sowieso 70 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, weil ich nach Dormagen rüber muss und ja, der Brückentag ist, wird das verkehrstechnisch ab mittags in Düsseldorf und Umgebung ziemlich bescheiden aussehen. Also fahre ich mit dem Rad und mit der Fähre. Werden wir wahrscheinlich auch ein wenig Zeit nehmen können,
kurz mal in Zons vorbeizuschauen. Zons ist die alte Zollfeste. Aber wie gesagt, morgen mehr. Ein Video darüber gibt's dann auch. Ah, ist das herrlich. Kann man hier leihen. Und zwar in Düsseldorf fährt man dann mit einer ganzen Horde von diesen Minicars Richtung Neandertal und einmal da durch und dann geht es da wieder zurück. Jo. Danke. Jo. Das waren die Walking Dead. Kämmen wir geradeaus. Jawohl. Und weiter geht's.
ihr seht. So, jetzt noch ein Stückchen Kuchen für meine Tochter und für mich. Schauen wir mal. Und dann geht's auch schon wieder. Hallo. Dann geht's auch schon wieder Richtung Heimat. Jo, das ist die Mettmanner Innenstadt. Und wie immer geht es hier noch weiter bergauf. Und weiter geht's. Ich glaube, den Weg sind wir noch nicht zusammengefahren. Und irgendwann ist hier schätzungsweise auch keine Baustelle mehr. Ja, und ich stelle mir fest, die Roloff macht eigentlich alles mit. Sportliches Fahren und auch so sanftes Cruisen wie heute. Heute haben wir ja Zeit. Wir folgen diesen schönen Wegen hier. Ich mag es sehr, schön ruhig. Die Vögelchen zwitschern. Ja, jetzt wird es ein bisschen steil, aber nur ein kurzes Stück. Und auch das macht die Roloff locker mit. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also wie gesagt, war heute nur eine kleine Tour. Bin jetzt gleich auch da. Gleich kommt meine Tochter und dann fahre ich mit der zusammen mit dem Rad auch noch ins Krankenhaus. Naja.
Frau will besucht werden. Alles gut. Alles prima. Ansonsten würde ich sagen, scheint alles mit der Kamera funktioniert zu haben und auch mit dem Ton. Aber das werden wir sehen, wenn ich den Film schneide. Ihr werdet es auch hören und sehen, wenn ihr euch den Film anguckt. Also immer dran denken. Abonnieren. Liken. Vielleicht noch einen Kommentar loslassen. Ja, ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Didi.